Hallo ihr Lieben, die Gemeinderatswahl steht bevor und ich habe hier jemanden gefunden, der sich zum ersten Mal als Kandidat der Wahl stellt, den Michael Horlacher. Michael, du bist Stuttgarter und engagierter Stuttgarter und möchtest jetzt zum ersten Mal in die Politik. Warum? Ja, weil es Zeit ist, dass im Gemeinderat Leute sind, die tatsächlich mit Stuttgart eine Verbindung haben, die sich für Stuttgart engagieren. Allein wenn man schon auf die Bürgermeisterbank in Stuttgart guckt, dann ist ein Großteil nicht in dieser Stadt aufgewachsen, kommt hier aus dieser Stadt, macht halt hier einen Job und mit der entsprechenden Empathie, die ich vermisse. Und es ist eben so, dass im Gemeinderat eigentlich die Chance besteht, wirklich etwas an der Politik zu verändern. Das ist bei uns hier vor Ort und da gehört meiner Ansicht nach, können da viele Bürger hin, die engagiert sind und es ist nicht ein Thema, wo die Parteien so eine große Rolle spielen, sondern es geht nicht darum, Parteiproporz durchzusetzen, sondern wirklich für die Stadt und ihre Bürger was zu tun. Klasse, du bist Stuttgarter, oder? Ja, natürlich. Bist du in Stuttgart geboren? Oder aufgewachsen, studiert und beruflich seit vielen 30 Jahren tätig. Das heißt Stuttgarter mit Leib und Seele? Ja, das ist auch noch ein Steckenpferd von mir persönlich, dass ich mich sehr mit der Stadtgeschichte auseinandersetze und viel über Stuttgart gelesen habe. Also mir hängt die Stadt schon hat einen wichtigen Stellenwert für mich. Was sind so die Themen, die dir jetzt so in Bezug auf Veränderungen am meisten am Herzen liegen? Ja, wir haben in Stuttgart eine ganze Reihe natürlich zu tun und man kann jetzt nicht alles aufzählen, wo man überall glaubt, nötig zu sein oder wo man glaubt, dass wir Veränderungen bringen müssen. Aber ein ganz wichtiges Thema ist natürlich Mobilität. Wir sehen, dass Mobilität in Stuttgart eher vom Kampf gegen das Auto dominiert ist. Unsere Meinung und natürlich auch meine Meinung ist, wir müssen Alternativen bieten, wir müssen interessante Angebote machen, dann werden die Leute von alleine ihr Auto stehen lassen, aber wir können den Leuten nicht das Auto verbieten, noch sind wir viel zu abhängig davon, noch ist berufliche Tätigkeit, noch sind auch die öffentlichen Nahverkehrsangebote lang nicht ausreichend, um so einfach zu wechseln. Und da ist die Stadt gefordert, Ausbau zu betreiben, der kann nicht nur Stadtbahn sein, das muss zum Beispiel so eine Idee wie Seilbahn sein, die ein Drittel der Kosten von der Stadtbahnausbau kann man eine Seilbahn bauen, die Stuttgarter Topografie. Von wo nach wo? Ja, zum Beispiel von Hedelfingen könnte die über Rohracker hoch zur Ruhbank gehen, dann könnte in Hedelfingen ein riesen Parkhaus sein, der den ganzen Pendelverkehr aus Esslinger Richtung abfängt und die Leute hätten eine attraktive Möglichkeit in die Stadt zu fahren. Es gibt ja auch schon Pläne von der Stadt selber im Moment nach langen Diskussionen, wird aber erstmal wieder ein Gutachter beauftragt, wie bei übrigens allen Entscheidungen. Und das zieht sich und zieht sich und zieht sich. In Österreich wird eine Seilbahn in 7 Monaten gebaut und ist fix und fertig. Und 8000 Leute können in der Stunde damit fahren. Warum nicht bei uns in Stuttgart? Dann bietet sich ja auch so die Kessellage unglaublich an, oder? Für eine Seilbahn. Ja, das wäre natürlich nebenbei noch eine Touristenattraktion. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Man könnte in Stuttgarter Innenstadt über die Hügel hoch zum Fernsehturm, rüber nach Vaihingen. Also gibt es die tollsten Möglichkeiten, sowas zu machen. Es geht halt schnell. 7 Monate Bauzeit, fix, fertig. Und wir brauchen 3 Jahre für 3 Kilometer und die kosten dann 21 Millionen für die Stadtbahn. Das kann ja, und wird ja dann auch keinen Stau machen. So eine Seilbahn steht nicht im Stau. Ja, und die sind mittlerweile auch noch geräuscharm oder frei. Also man kann sie ja in den Alpen, kann sie in der Schifffahrt erleben. Dann würde man mit einem Urlaubsgefühl in die Arbeit fliegen. Und man kann sogar sein Rad außen dran machen, wie das sie in Österreich und in der Schweiz und überall machen. Also können 8 Leute in der Gondel fahren und 4 Fahrräder noch mitnehmen. Das klingt ja, also ist schon mal ein super spannender und toller Vorschlag. Ähnlich ist es zum Beispiel beim Wohnbau. Wohnbau ist eine Diskussion, ja, wir wollen keine neuen Flächen versiegeln. Okay, wir wollen Innenstadtverdichtung machen. Innenstadtverdichtung heißt aber in der Mehrzahl Dachstöcke ausbauen. Ja, wenn ich im 5. Stock einen Dachstock ausbaue, dann ist es teuer wegen Brandschutz und so weiter, aufwendig. Dann, wer will in den 5. Stock ziehen, da möchte man einen Aufzug haben. Sobald man Aufzug einbaut, ist eine Luxussanierung. Okay. Also damit schaffe ich keinen günstigen Wohnraum. Wir müssen andere Ideen haben. Wir müssen uns Gedanken machen, zum Beispiel Parkplätze von Freibädern zu überbauen, weil im Winter werden die Parkplätze gar nicht genutzt. Im Sommer eigentlich nur tagsüber. Also Leute, die arbeiten, können oben wohnen und nachts unten parken, eine Möglichkeit. Was für kreative Ideen, das ist ja wirklich ungewöhnlich. Oder schauen wir uns doch mal die Neckarstraße an, da ist das Neckartor unser Abgasproblem Nummer 1. Warum tut man das nicht einhausen in einen Tunnel? Dann kann man die schlechte Luft absaugen, filtern, sauber machen und obendrauf schafft man eine Baufläche. Das ist eh schon versiegelt, es ist stadtnah, es schafft Ruhe, es schafft Abgasfreiheit, alles gut.
Klingt mega plausibel. Sind diese Ideen realistisch in der Umsetzung? Andere Städte machen es. Okay. Es gibt genügend Beispiele, wo weltweit Straßen zum Beispiel eingehaust werden, wie man das so nennt. Und wir haben in Stuttgart genügend Ecken, nehmen wir mal zum Beispiel Dachswald, der Autobahnzubringer vom Schattenring. Da könnte man den Tunnel locker nochmal um einen halben Kilometer vorziehen. Dann hätte der Dachswald plötzlich Ruhe vom Autolärm, Abgas würden minimiert und wir hätten Platz für Wohnraum geschaffen. Der könnte wiederum von der Stuttgarter Wohnbaugesellschaft SWSG bebaut werden, das heißt mit Sozialwohnungen oder mit günstig mietbaren Wohnungen. Also da könnte man viele Probleme lösen, wenn man sich eben vom Parteienproporz löst und mal mit pragmatischen Gedanken rangeht. Und das fehlt mir in der Stadtpolitik. Da ist alles immer geprägt von politischen Strömungen und nicht von den tatsächlichen Notwendigkeiten, die der Bürger sagt. Also habt ihr in der Gemeinderatswahl die Möglichkeit, wirklich einzelne Menschen zu wählen, die sich für eure Belange einsetzen, wie zum Beispiel den Michael. Und Michael, du hast dich jetzt einer Gruppierung angeschlossen, die noch keine richtige Partei ist, nennt sich Schubs ins Rathaus. Nein, Schub im Rathaus. Also, sie heißt Schub, weil es gibt einen Stadtrat, Ralf Schertlen, der bisher für die Statisten im Gemeinderat sitzt und zukünftig aber nicht mehr mit den Statisten aus persönlichen und politischen Gründen weitermacht. Und deswegen hat er sich angestellt, er möchte unabhängig antreten. Und da haben sich einige Freunde und Engagierte angeschlossen, gesagt, wir machen was zusammen. Und daraus ist dann Schertlens unabhängige Bürger geworden. Schertlens unabhängige Bürger, abgekürzt Schub, hat ja was, weil wir wollen Schub ins Rathaus bringen. Und mit, haben also so fünf Kernthemen aufgesetzt, wo wir sagen, da wollen wir mal Schub reinbringen. Und natürlich jeder, der auf der Liste ist, kommt aus diesem Stadtteil. Also komme ich eben aus Stuttgart-Ost, Frauenkopf, und habe natürlich auch Ideen, die bis nach Cannstatt runtergehen. Nur ich mir sage, wir haben hier einen Stadtteil, der ist 1905 zu Stuttgart gekommen. Und meiner Ansicht nach wird aber so stiefkindlich behandelt. Dabei ist Cannstatt das Juwel der Stadt. Mhm. Also wir haben hier, es ist Bad Cannstatt, wir haben dieses Mineral, die Mineralbäder, wir haben so viele Attraktionen, Kursaal und so weiter. Hier ist das Zentrum, wo die Industriegeschichte Stuttgarts begonnen hat. Also es sind so viele Werte, die Cannstatt hat. Und es ist eigentlich nur ein Durchfahrtsort in vielen Ecken und nicht attraktiv. Und Stuttgart als Stadtverwaltung oder auch Stadttourismus ist sich des Juwels viel zu wenig bewusst. Auch da gibt es viel Ansätze, was zu tun, um den Wert von Cannstatt deutlich nach oben zu schrauben. Und auch in der Außenwirkung der Stadt soll die Stadt eigentlich stolz darauf sein. Und wenn jetzt die Renovierung zum Beispiel vom Mineralbad Berg fertig ist, die ganze Bauerei mit dem Rosensteintunnel fertig ist, dann ist eigentlich der Punkt gekommen, wo man sagen müsste, jetzt machen wir die Straße vor der Wilhelma zu, weil dann kann ich von der Stadt kreuzungslos bis an den Neckar kommen und dann gibt es tatsächlich Stadt am Neckar, weil bis ein Gaskessel gebaut wird, das dauert noch Jahre. Aber so könnte man relativ schnell eigentlich viel bewegen und das ist auch ein Ding, was wir mit Schub voranbringen wollen. Das ist gut, weil es wirklich schade ist, dass das Neckarufer so wenig, ja, so wenig attraktiv ist, ne? Dass man wenig am Neckar sitzen kann. Und im Moment ist halt eine Baulawine und es ist einfach laut und ich meine, deswegen geht der Neckar-Captain ja auch weg. Mhm. Also das ist wirklich eine Schande, wie es da aussieht und mich wundert, dass man da nicht bei der Planung gleich danach geguckt hat, dass man vor der Wilhelma einfach den Verkehr wegmacht, wenn die Straßenbahn fahren und es lang. Aber dann kann man wirklich zu Fuß von der Innenstadt bis an den Neckar gehen, da könnte Gastronomie sein. Ja, ein Abend am Neckarufer, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja. Das ist Zeit, dass sowas wieder kommt und auch da braucht es ein bisschen Schub. Ja, wirklich schön. Also ich finde auch, dass es wichtig ist, dass eben im Gemeinderat Menschen sitzen, die wirklich in Stuttgart verwurzelt sind und Ideen einbringen. Wie realistisch ist es denn, dass so solche Menschen wie du, die engagiert sind, dann auch tatsächlich ins Rathaus kommen? Naja, es ist halt die Möglichkeit, entweder bei dieser Wahl eine Liste zu wählen, das ist die einfache Form, ich habe 60 Stimmen und ich wähle eine Liste und dann kriegt diese Parteiliste eben meine ganzen 60 Stimmen. Mhm. Da weiß ich nicht, wer da auf welchen Plätzen sitzt und je nachdem, wie viel die Partei bekommt, so viele kommen dann rein. Oder ich habe die andere Möglichkeit, ich verteile meine 60 Stimmen an Menschen. Ich kann bis zu 3 Stimmen pro zur Wahlstehenden geben. Und ich muss nie alle 60 vergeben. Also ich kann auch sagen, ich kenne 20 Leute und denen gebe ich jeweils 3 Stimmen, habe ich 60 weg. Ich kenne aber vielleicht auch nur 10 Leute, aber dann gucke ich, dass die 10 Leute reinkommen. Und das ist parteiunabhängig. Also ich selbst habe auch ein Spektrum, das geht von CDU bis
zur Linken, weil das gibt einzelne Leute, die ich einfach bewundernswert finde, wo ich genau sage, ja, die stehen so für Stuttgart und die haben so viel Engagement, die müssen einfach im Gemeinderat sein. Ja. Und sei es, dass sie in manchen Dingen eine völlig andere Position haben wie ich, das ist mir in dem Fall egal, weil die kämpfen so engagiert für Stuttgart und in vielen Themen wird es eine Zusammenarbeit geben. Und man darf nie vergessen, im Gemeinderat, heute hat der Kuhn in Anführungszeichen keine Mehrheit und die früheren Bürgermeister hatten selten eine Mehrheit. Arnulf Klett hat diese Stadt vorangebracht, ohne je eine Mehrheit zu haben, denn er war in gar keiner Partei. Mhm. Das vergisst man immer, dass der sich immer eine Mehrheit suchen musste. Und der hat damals auch sich die Mehrheit sachbezogen gesucht und nicht parteibezogen. Mhm. Und da möchte ich eigentlich hin, Kommunalpolitik ist nicht eine Politik der Parteien, sondern eine Politik der Sache und zum Wohle des Bürgers. Und da müssen sich immer wieder andere Mehrheiten bilden und da kann man nicht sagen, wir peitschen das durch, nur weil wir Partei XY sind. Und deswegen die Wähler haben die Chance, Personen zu wählen und nicht Parteien. Weil sie sind ja auch nicht alle in der Partei Mitglied. Warum wählen sie dann? Ja. Nee, das ist wirklich schön. Und vor allen Dingen geht zur Wahl. Geht zur Wahl und schaut, welche Menschen tatsächlich die Dinge vertreten, die euch am Herzen liegen. Viele, die jetzt Michael am Herzen liegen, sind vielleicht auch eure Themen. wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück. Ja, es ist wirklich schön, wenn die Leute sollen zur Wahl gehen und sonst im Vorfeld. Schaut euch die Plakate an, schaut euch die Leute an, geht ins Internet, recherchiert, aber guckt euch einfach ein paar Kandidaten aus, wo ihr glaubt, die vertreten mich und fallt nicht auf Sachen rein wie Wahl-O-Mat. Wenn ich den Wahl-O-Mat ausfülle, da kommen bei mir die lustigsten Sachen raus, jedes Mal was anderes, das verwirrt mich nur noch mehr. Also nutzt die Chance jetzt, sich zu informieren und euch die Kandidaten rauszugucken und ich freue mich natürlich, wenn ich auch dabei bin. Ciao. Danke, tschüss. Tschüss.